Hallo YouTube und herzlich willkommen zu Let's Play Landwirtschaftsmodell 2013 zur Folge 2. Ja, wie ihr seht, es ist gerade eine Folge verloren gegangen. Denn ja, ich hatte es mit Musik probiert und sie hat irgendwie zu laut eingestellt. Wobei ich eigentlich kaum gehört habe. Ich versuche einfach jetzt, falls ich diese Farbe Musik für euch. Vielleicht auch nicht. Wenn doch, dann ist auf jeden Fall von der Kurve der Link in der Beschreibung. Und ja, jetzt muss ich wieder weiter hier mit den Ernten und so, ne? Kennen wir ja. Sind die Erntenfahrt jetzt nicht so die spannenden. Oder? Weiß ich nicht. Wie ihr das seht. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe, dieser Part ist gut. Das macht es auch ein bisschen heißer. Wenn nicht, probiere ich beim nächsten Part dann das heißt gut. Und ich hoffe, es kommt vielleicht auch das Problem nicht. Aber das kann ich natürlich versprechen, weil ich gehe noch zur Schule. Und so, es sind zwar nächste Woche Ferien, aber meistens nicht viel mehr richtig dazukommt. Und das Rennen dauert auch nicht nur 5 Minuten. Ja. Und ich glaube, 10 Minuten Party sind auch nicht so schlimm. Es sind nur 10 Minuten drin. Und die anderen sind vielleicht wieder 15 Minuten viel zu lang. Die anderen sind 10 Minuten kurz. Vielleicht habe ich auch zweimal 10 Minuten Fahrt. Nee, das ist nicht gut. Das schaffen wir doch auch noch so. Nee, so ist das nicht. Da kann ich nehmen. Schön macht er das. Nein. Dass wir das, den Hänger gleich voll kriegen. Ja, jetzt fahrt er nicht so schnell. Wenn wir den gleich voll kriegen. Das fand ich ein bisschen schlussendlich. Ich glaube, nicht der voll ist, wäre irgendwie auch Schwachsinn. Oh. So. Wenn sich einer fragt, warum fährst du hier oder warum spielst du in Echtzeit? Einfach, weil, habe ich nicht gesehen, weil da würde ja die ganze Zeit verloren gehen, erstens und zweitens, das Ganze, was auf dem Feld ist, was ich ernten kann, kann ich nicht alles gleichzeitig ernten. Somit dauert das auch wieder länger. So ein Paar kaufen, so einen einfachen, den ersten und mal anderes Feld machen. Ne, ja, da warte ich mal noch ein Part. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich das machen soll.
Weil dann könnte ich ja nur viel, weil ich habe ja noch einen Frontlader. Mit dem könnte ich ja quasi den anderen Hänger dran hängen und oben dann, wenn ihr das andere erntet. Bequem, ja mal. Somit sparen wir Zeit. Das enthält sich. Wie ihr das wollt. Sonnenaufgang wäre oder Sonnenuntergang. Und der eine oder andere von euch kennt ja gleich den Spiegelbau, die Würfbrauerei. Das ist österreichisches Bier. Könnt ihr auch gerne googeln und die gibt es halt ja auch. Die Spiegel auch mit der Schrift. So wie es wirklich ist. Und ist doch geil. Ist ja auch hier Österreich, hab ich schon gesagt. Lösen wir hier. War ich wieder weg rum oder was? Ja, irgendwie schon. So fett bin ich ja auch wieder nicht, also jetzt kommt klar. So. Dann machen wir wieder hin, voll. Wünsche ich auch nicht mehr. Im nächsten Punkt. Da könnt ihr schon mal drauf freuen. Was ich da schon nicht machen kann. Thema Silage. Hey. Freue ich mich drauf. So, und ich habe noch drauf. Schöne alten Krone an. Ich finde die wirklich, also ich finde die sind zwar kleiner, aber ich finde die richtig nice. Die gefallen mir. Wenn es den groß geben würde, oder zumindest mit der Füllmenge, würde ich die sofort nehmen. Die sind, ich finde die richtig schön. Also ein bisschen alt gehalten so. Joho, dann schauen wir los, ja. Aufs Feld. Wer ist denn da vorne? Da kommt er bis vor. Ach, das schafft er bis vor. Komm, das ist nicht selber. Ich hoffe, der schafft es bis vor. So. Will jetzt der Mann. Und den kann ich irgendwie ausschalten, weil inzwischen weiß ich es eigentlich. Hier lang ich weg. Ja. Und gleich hin noch. Mit dem Pin. Ja. So. Schön. Ach, wenn ihr auch mal überlegt, wie geil wir das eigentlich jetzt haben mit der Landwirtschaft und wie das früher war, ich weiß, ja, früher, aber ist irgendwie schon Fortschritt. Ein extremer Fortschritt. Und es sind ja noch die kleinen Maschinen, die ich hier habe.
irgendwie auch ein bisschen klobisch. Aber nein. So, da ist der Part eigentlich auch schon wieder zu Ende leider. Schade eigentlich. Ja, das wird in den ersten Parts aber weiter so spannend, das macht man, ich meine. Ja, das ist ja nun mal ein Haufen Arbeit, was hier zu erledigen ist. Aber es wird auf jeden Fall noch viel spannend. Gerade wenn ich dann die großen Maschinen habe. Oder dann allgemein. Andere Sachen, das ist da auch schon viel geil. Das finde ich schlecht für die großen Felder, aber irgendwie ist es auch langweilig. Weil der wirklich sehr lange braucht, um zu ernten. Also zu dreschen alles. Irgendwie so schief aussehen. Wie ist das an dem Gehänge? Also an dem. Ja, die Zeigung, die. Ihr wisst, was ich meine. Ich lese schon wieder. Hört Gehänge gesagt. Oh Mann. Musst du wirklich aufpassen, was du hier von dir gibst. So. Dann machen wir den nochmal eh mal leer. Achso, können wir ja schlecht. Machen wir ein bisschen gleich. Weil wegen Hänger und so, ne? Ich muss unbedingt jetzt dran denken, dass ich den zweiten Hänger dran hänge oder gleich einen größeren kaufe. Eine Zumutung. So. Perfekt. Lass laufen, Junge. Und wieder 500. Ich Deprimierend. Deprimierend. Schreibe du doch. Bin ich dann hier. Und meine Genick haben wir nicht. War die kleine Ölchen. Da kippt man die ganze Geschichte raus. Lass es raus. Das klingt doch sehr gut. Was ich jetzt machen wollte, ah ja, gleich mal gucken. Und zwar Kipper, wir haben jetzt zwei von denen. Hier kann man keinen dran. Das wäre bei der natürlich. Okay. Ja. Den gibt es auf jeden Fall später. Das können, da können wir schon noch freuen. Das wird auf jeden Fall auch Thema sein. Kipper. Ja. Mutiert, weil der will, den wird auch kaum gefühlt, der ist richtig nice. Den ist er auf jeden Fall auch. Im Unimog. Könnt ihr mal schreiben, was für einen haben wollt. Und die Audi A4, den gibt es auf jeden Fall auch noch. Ja, gut, draußen Landwirtschaft, ein Audi. Ja, ich meine, wenn ich jetzt schnell die... Das meine ich, das sind die Alten. Wenn ich jetzt... Warte, ich nicht. Wenn ich... Ein Thema, schlimm. Ja, wenn ich nämlich Hühner habe und möchte die Eier schnell in die Stadt schaffen, dann macht das natürlich gut. Ich möchte auch irgendwie mit den Kleinen spielen, mit den Hühner, mit den... Warte mal. Ach, 4500. Bin ich gerade irgendwie verlesen. Also 2011 wäre dann zu viel der
gibt es die kleine Kipper. Ja? Warum nicht? Zuckerrüben ist netter, warum nicht? Aber den jetzt nehmen. Vielleicht auch schon wieder übertrieben. Die ganz kleine ist auch irgendwie da. Bei der Gillibär, da passt keiner hinten dran, das heißt, bei 24.000 ist auch schon eine Wucht eigentlich. Aber nee. Durch lieber so ein. Ganz ehrlich. Für 24. Ach egal, ich hol den dann und dann werde die Krone verkaufen. Mann, oh. Ich werde mich später zurückholen. Ich werde sie nicht.